Nein. Komm schon, da unten musst du pinseln, da oben. Nein, ich möchte nicht. Also Mädchen, stell dich nicht so an. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Nein, Herr Almack, nein. Was rennst du denn weg? Ach, scheiß drauf. Kann noch jemand aus der Regie bitte meine Frau anrufen? Sie möchte die leckere Bratwürstchen kaufen und dazu mag ich heute Abend ein Sauerkraut und eine Kartoffelbü. Ah, was für ein Scheiß muss ich denn heute wieder der Genosse unterjubeln? Oh Mann, Entschuldigung, das kann ja nicht euer Ernst sein, oder? Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ihr wollt, dass ich mich hier zum Affe mache. Ihr denkt wohl, mit dem kann man's machen. Also bei aller journalistischer Kreativität, den Scheiß nimmt uns keiner ab. Würde mich schon mal interessieren, was die da im Propagandaministerium rauchen. Die haben bestimmt besseres Zeug. Ich habe ja einiges mitgemacht, die Pandemie und der ganze andere Mist. Alles habe ich unseren Werktätigen glaubhaft vermittelt. Sogar diese Story über diesen unnötigen, unsichtbaren Fisch. Trotzdem, nur mal ganz kurz möchte ich darauf hinweisen, dass selbst der größte Trottel irgendwann merken könnte, dass unsere schöne kleine Republik nachrichtentechnisch auf dem letzten Loch pfeift. Aber wen interessiert's schon? So, seid ihr soweit? Geht's jetzt endlich los? Was für ein Affentheater. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Idee einer Gesellschaft, in der Arbeit die treibende Kraft für Wohlstand sei, ist eine Legende. Dies erklärte die stellvertretende Chefin der jungsozialistischen Jugendorganisation Jusos, Sarah Mohammed. Unter frenetischer Begeisterung, besonders von den Werktätigen und der noch Selbstständigen sowie der Geschäftsführungen der abwandernden Industrie unserer kleinen Republik, zeichnete die Jungsozialistin ein Bild unserer sozialistischen Zukunft. Denn die Idee einer Gesellschaft, in der Arbeit die treibende Kraft für Wohlstand sei, verkommt mit dem aktuellen System zur Legende. Ein Grunderbe mit weiteren Maßnahmen flankiert, könnte dabei helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. So plant die Kampfreserve, die Pioniere der Freien Deutschen Jugend, auf ihrem kommenden Bundeskongress ein sogenanntes Grunderbe für alle Menschen in Deutschland zu beschließen. Laut einem Antrag des Bundesvorstands unserer jungen Genossen soll dieses Grunderbe 60.000 Euro schwer und nur an den Wohnsitz in Deutschland gekoppelt sein. Jeder, auch Ausländer, Flüchtlinge und sogar Menschen ohne Aufenthaltsrecht würden also diese umfangreiche Einmalzahlung erhalten. Dies sei nötig angesichts der massiven Vermögensungleichheit in unserer kleinen Republik. Denn durch zu geringe Erbschaftssteuern bleibe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien, sagte die stellvertretende Juso-Chefin Sarah Mohammed der begeisterten Presse. Die Kosten hierfür bezifferte die zukünftige Speerspitze unserer sozialistischen Demokratie auf nur 45 Milliarden Euro, die ganz leicht nur durch eine kleine Erhöhung der Erbschaftssteuer auf maximal 90% erwirtschaftet werden könnte. Liebe Genossen, wie wunderbar sich unser sozialistischer Nachwuchs der demokratiefeindlichen, ja sogar bürgerlichen Idee der Leistungsgesellschaft, die unsere kleine Republik ins wirtschaftliche ausmanövriert hat, entgegenstellt. Und so alle Genossen und Werktätigen, ja uns alle, in eine blühende Zukunft führt. Guten Abend.